Diese Rap-Preise sind extrem gefallen und das war für mich jetzt der Grund zuzuschlagen und mir ein Team für das meines Erachtens nach derzeit beste und lohnenswerteste Turnier in ganz Zurea zu kaufen. Welches Turnier ich damit meine, wie mein Team dafür aussieht und wie viel ich im Endeffekt bezahlt habe, zeige ich dir in diesem Video. Und das meines Erachtens nach beste Turnier bezüglich des Preis-Leistungs-Verhältnisses ist derzeit einfach das Cap 240 Rare-Turnier. Und der Hauptgrund, warum ich der Meinung bin, dass das Cap 240 Turnier das derzeit beste Turnier in Zurea ist, ist einfach, dass die Spielerpreise bzw. generell die Marktpreise einfach ein Top-Verhältnis zu dem Threshold Reward darstellen. Wie ihr wisst, war ich in letzter Zeit primär eher in Zurea NBA unterwegs. Da sich jedoch jetzt die Regular Season langsam dem Ende neigt, hatte ich die Motivation, mir wieder ein ordentliches Zurea Fußballteam anzuschaffen und habe mich eben aufgrund der benannten Gründe dafür entschieden, mir ein Cap 240 Team zu bauen. Und in diesem Zuge habe ich mich für ein MLS Threshold Team entschieden. Die MLS hat letztens erst begonnen und die Regular Season läuft bis Mitte Oktober. Somit habe ich erstmal kein Problem mit einer potenziellen Sommerpause wie in anderen Ligen und kann meine Spieler ganz entspannt durchspielen lassen, beziehungsweise muss eben ab und zu vielleicht ein, zwei Spieler austauschen aufgrund des Caps von 240 Punkten für das Team. Und jetzt zeige ich euch endlich das Team, welches ich mir gebaut habe und wie viel das eben im Endeffekt gekostet hat. Außerdem werde ich, nachdem ich euch das Team gezeigt habe, genauer auf den Return of Investment Aspekt eingehen, also wie viele Thresholds ich im Endeffekt gewinnen muss, um eben die Kosten meines Teams sozusagen wieder rauszuhaben. Wobei man natürlich bedenken muss, dass mein Team da nebenbei immer noch seinen Wert im besten Fall beibehält. Und für die Torwartposition habe ich mich für Zach McMath von Real Salt Lake entschieden. Er ist im Endeffekt erst 31 Jahre alt, was für die meisten MLS-Torhüter sogar noch ein normales Alter ist. Es gibt viele, die sind schon sehr viel älter. Und natürlich ist er nicht der beste Torhüter aus der MLS, aber er war für mich die Wahl Nummer 1, wenn es sich eben ums Preis-Leistungs-Verhältnis handelt, da er eben noch keine 36 Jahre ist wie andere Keeper aus der MLS, dementsprechend noch mindestens ein, zwei Saisons wahrscheinlich spielt. Gleichzeitig ist er absolut gesetzt in seinem Team. Wir können hier mal die Spiele durchgehen. Der Mann spielt dauerhaft eigentlich durch, ist auch weiterhin gesetzt und ich habe im Endeffekt für ihn, wie wir hier sehen, 455 Euro bezahlt, ist seitdem schon wieder ein bisschen hochgegangen um 20, 30 Euro und war vor 5, 6 Tagen noch auf 580 Euro. Das ist halt krass, was der Market Crash derzeit alles angestellt hat und deswegen habe ich mich im Endeffekt für ihn entschieden, da ich der Meinung bin, dass er auch mit einem 11-15er Score von 41 Punkten ein Top-Spieler für den Cap 240 Mode ist. Für die Innenverteidigerposition habe ich mich für Marcelo Silva, ebenfalls von Real Salt Lake, entschieden. Er ist leider schon etwas älter mit 33 Jahren, aber kostet in dem Fall auch recht wenig. Wie man hier sieht, habe ich für ihn nur 37 Euro bezahlt und er ist ebenfalls, wie Zach McMath, absoluter Stammspieler, wie man hier sieht. Holt ab und zu sehr, sehr, sehr krasse Punkte, manchmal auch leider recht schlechte Punkte, was ich aber nicht schlimm finde, da sich darum eben sein 11-15-Score in einem guten Verhältnis befindet, um für das Cap 240 Turnier eben gut geeignet zu sein. Und für die Mittelfeldposition habe ich mich für Kevin Arriaga von Minnesota United entschieden. Für ihn habe ich 57,91 € bezahlt. Darüber hinaus ist er noch sehr, sehr jung und seit dieser Saison anscheinend unangefochtener Stammspieler. Hat im ersten Spiel auch direkt 72 Punkte gescored und mich auf jeden Fall mit einem 36er AA-Score direkt überzeugt. Wie gesagt, er ist dazu noch recht günstig und meines Erachtens nach auf jeden Fall eine Wahl wert. In Kombination zu Kevin Arriaga habe ich mir seinen Mitspieler Will Trapp von Minnesota United geholt. Für ihn habe ich, wie wir hier sehen, 35 Euro in etwa bezahlt. Er ist 30 Jahre alt, wie ich gesehen habe, dazu auch Kapitän bei Minnesota United und holt, wie wir hier sehen können, auch recht solide Scores. Mein Ziel war es, wie ihr vielleicht jetzt schon gesehen habt, dass ich mir für die Defensive eher ein paar Real Salt Lake Spieler hole, während ich mir für die Offensive ein paar Minnesota United Spieler hole. Und dementsprechend habe ich mir als weiteren Mittelfeldspieler und Ersatzspieler in dem Fall für das Team Will Trapp gekauft. Und als meinen letzten Spieler und Stürmer habe ich mir Romy Kyoto gekauft. Wie ihr schon sehen könnt, spielt er nicht bei Minnesota United und das hat auch einen einfachen Grund. Und zwar ist der eigentliche Stürmer von Minnesota United einfach anscheinend nicht mehr zu 100% gesetzt, was mir zu viel Risiko war. Und ein potenziell anderer Stürmer, der anscheinend gesetzt ist, Halong Wano oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ist anscheinend derzeit leicht angeschlagen, weshalb ich mich im Endeffekt für Romy Kyoto entschieden habe. Wie ihr sehen könnt, habe ich für den Mann
162 Euro bezahlt. Das ist etwas teurer als diese Verkäufe, da er sowohl Mittelfeld- als auch Stürmerkarten hat und ich natürlich die Stürmerkarte gebraucht habe. Seine Scores haben mich dabei auch angesprochen, weil er manchmal einfach extrem krasse Scores hat. Dazu hat er auch manchmal recht schwache Scores, was ich wie gesagt nicht schlimm finde. Und für das Cap 240-Turnier einfach sehr geeignet ist. Was ich noch anmerken muss, ist, dass die Stürmerwahl bzw. Stürmersuche in Bezug auf die MLS wirklich eine Qual war, dass kaum gute und vor allem gesetzte Stürmer für einen guten Preis in dieser Liga gibt, um einfach diesen Return of Investment Aspekt bestmöglich zu halten. Nachdem ich gefühlt eine Ewigkeit recherchiert habe und im Endeffekt wahrscheinlich 10 Stürmer auf meiner Liste hatte, habe ich mich für Romy Kyoto entschieden, da bei Montreal ganz, ganz viele Stürmer weggewechselt sind, die ihm sozusagen Konkurrenz gemacht haben und er laut mehreren Quellen der gesetzte Stürmer ist. Bevor ich euch zeige, wie viel ich im Endeffekt für das ganze Team bezahlt habe und wie genau der Return of Investment Aspekt aussieht, möchte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass ihr euch gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt, über den ersten Link in der Beschreibung anmelden könnt und euch über das Markt und dann Auktion neuer Kartenmenü eure ersten 5 Karten holen könnt und anschließend eine so eine gelbe Limited Karte gratis kriegt. Und hier sieht man, dass der Floor Price des ganzen Teams laut Rare Data derzeit 766 Euro beträgt, wobei man natürlich anmerken muss, dass man den ein oder anderen Spieler natürlich noch günstiger kriegen kann, wobei ebenfalls zu sagen ist, dass Romy Kyotos Floor Price derzeit laut Rare Data 125 Euro beträgt, wobei eben seine Stürmerkarte etwas teurer ist und etwa 160, 170 Euro kostet. Wenn wir jetzt dementsprechend einfach mal sagen, dass wir das gesamte Team für 750 Euro gekauft kriegen, wären das durch 50, das heißt durch den Threshold im Endeffekt 15 Threshold-Siege, die wir einfahren müssten, um den Preis des Teams wieder rauszuhaben. Da die MLS eben 34 Spieltage hat, bis Oktober in der Regular Season und darüber hinaus dann eben noch weitere Spieltage hat, müsste, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit bei etwa 50%, sage ich jetzt mal, liegen, dass man den Wert des Teams wieder raus hat, wobei man eben darüber hinaus weiterhin das Team besitzt und das Team ebenfalls weiterhin den Wert hat, den es derzeit hat, außer die Preise sinken oder steigen jetzt krass. Außerdem ist mir natürlich bewusst, dass man, wie beispielsweise die Torwart- als auch die Stürmerposition in anderen Ligen deutlich günstiger gekriegt hätte, aber da es eben in den meisten Ligen zu einer Sommerpause kommt, aber in der MLS nicht, habe ich dahingehend eben den ganzen Stress mit dem Verkaufen, Kaufen und nicht. Und deswegen habe ich mich im Endeffekt für die MLS entschieden. Darüber hinaus könnte es dazu kommen, dass es eben, wenn die ganzen europäischen Ligen enden im Sommer, dass die MLS einen kleinen Hype erfährt und dahingehend vielleicht nochmal die Preise etwas mehr steigen können, weshalb ich mich im Endeffekt jetzt erstmal für diese 5 MLS-Spieler entschieden habe. Und mit diesem Team bin ich im Endeffekt in die Game Week reingegangen und wie ihr sehen könnt, ist dort kein Will Trapp, sondern ein Jonathan Mensa. Das liegt daran, dass Will Trapp anscheinend noch angeschlagen ist mit einer leichten Rippenverletzung und mir das einfach zu viel Risiko war, dass er vielleicht doch nicht spielt. Deswegen habe ich mir noch Jonathan Mensa kurzfristig dazugekauft für, ich glaube, 33, 34 Euro. Aber Will Trapp bleibt in den restlichen Game Weeks, solange der Cap möglich einsetzbar bleibt, meine Nummer 1, sage ich mal, beziehungsweise meine Priorität. Und das war es auch schon soweit mit dem Video bzw. der Vorstellung meines Teams. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das zu einer kleinen Serie mache, in der ich eben Cap 240 Teams vorstelle, die ihr sowohl in Rare als auch Limited natürlich bauen könnt. Falls ihr darüber hinaus irgendwelche Fragen oder sonstiges habt, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben und natürlich auch dem Video ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Ich werde natürlich auf alle Fragen eingehen und das war es soweit mit dem Video. Habt einen schönen Tag, haut rein und ciao!